Maria Flachsbarth ist eine der fleißigsten, aber auch kompetentesten Abgeordneten Deutschen Bundestages, die ich in dieser Legislatur kennengelernt habe. Sie ist tief drin in der Materie, Umweltpolitik, die sie vertritt, aber sie ist auch eine ganz zuverlässige und leidenschaftliche Unterstützerin in der Familienpolitik. Ich wünsche Maria Flachsbarth jetzt für die nächste Legislatur genauso viel Schwung, genauso viel Fachengagement, wie sie es in der vergangenen Legislatur gezeigt hat. Ich bin mir sicher, dass sie das mit großer Leidenschaft vorantreiben wird. Ich wünsche Maria Flachsbarth am 27. September viel Erfolg bei der Bundestagswahl. Maria Flachsbarth leistet exzellente Arbeit im Deutschen Bundestag, ist eine erfolgreiche Vertreterin der Interessen der Region Hannover, hat sich darüber hinaus als Umweltexpertin in Berlin einen Namen gemacht. Sie ist die absolut erste Kandidatin. Der Wahlkreis in der Region Hannover mit Maria Flachsbarth kann sich natürlich glücklich schätzen, denn sie ist unglaublich kompetent, engagiert, zuverlässig, ehrlich ihre Arbeit macht und das auf Feldern, die enorm wichtig sind, Energiepolitik, Umweltpolitik, Nachhaltigkeitspolitik. Meine Unterstützung dazu. Eine moderne Familienpolitik, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch besser gewährleistet als bislang, dafür will ich mich auch in der nächsten Legislaturperiode stark machen. Und eine Energiepolitik mit immer mehr erneuerbaren Energien, sauber, sicher und auch preiswert für Verbraucherinnen und Verbraucher und für die Industrie, auch das werden weiter meine Themen sein. Vor allen Dingen aber möchte ich Sie, Ihre Anliegen, der Menschen aus meinem Wahlkreis in Berlin mit aller Kraft vertreten. Und ich möchte, dass Deutschland in guten Händen bleibt. Ich möchte, dass Angela Merkel wieder unsere Bundeskanzlerin ist und dieses Land sicher in die Zukunft führt. Deshalb am 27. September beide Stimmen für die CDU.